Es wird wieder dicey bei Let's Play Mega Man Rock Force. Drei Leute, die endgültigen, die letzten, die wirklich letzten, die allerletzten drei, stehen uns noch bevor. Und Henkoman schreibt, ich habe das Spiel noch nicht gestartet, weil ich erst auswürfeln muss, weil alle drei von euch was anderes sich gewünscht haben. Bei drei, die noch übrig sind, uiuiui. Das war mal wieder ein Griff ins Klo. Aber was soll's? Tenkoman meint, ich stehe mit meinem Controller auf dem Kriegsfuß. Ja, mal gucken, wie lange noch. Ich habe hier einen PlayStation 5 Controller, weil mir das für 2D-Spiele das Digipad einfach viel, 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 viel besser gefällt als das Ding vom, wie heißt es noch gleich, vom Xbox Controller. Aber eventuell muss ich wieder umswitchen. Schauen wir mal. So, er ist für Wearman. Ist das irgendwie ein Spiel von und zu mit Jack Black oder sowas? Mac Unknown meint, wie gewonnen, so zerronnen. Ich wollte es. Was wollte ich unbedingt haben? Ich muss thrillen wie in einem Thriller. Wie mit Captain Falcon Punch. Und mit. Ach so, weil der Typ so aussieht. Ja, verstehe. Und ich könnte gleich Motorradman nehmen. Nitro Man. Und Vegakuku1 schreibt, ehe Nintendo das nächste Videospiel portet, mach Portman. Ich mach lieber Natalie. Moment, meine Frau guckt zu. Hallo! Naja, das Ganze wird privat und ihr drei kriegt den Link hier zu. Nein, also, ich habe was vor. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Warum? Ich hab nicht geklickt. So, hier haben wir den berühmten Online-Würfel. Ich habe ihn voreingestellt. Es ist natürlich schon wieder die 2. Das waren die letzten beiden Male auch die 2, oder? Zweimal die 2. Dann muss es jetzt also was anderes sein. Also, Tenkoman ist die 1 mit Rareman. McArno mit Thrillman ist die 2. Und Vegakuku mit Natalie ist die 3. Es ist die 3. Ich habe nichts gedreht. Ich gehe zu Natalie. Oh, tut. Ein Moment, I'm booting up the game. Supportman, der Mann mit der grünen Sonnenbrille. Oder die Frau, oder was auch immer. Man weiß es nicht. Ist es geworden. Und ich habe schon lange nicht mehr mit Nightman gespielt. Der hat aber einen langen Kopf. Sieht aus wie von einem Düsenjet. Ach du Scheiße. Yeah, ich hoffe, ich muss nicht rutschen in diesem... Oh, ein Dingszwenk. What? Ja. Ah, das Ding macht eine Plattform, wenn es auf der Plattform landet, auf der man nicht landen kann. Das ist praktisch. Oh, Schere. Schere, schwere Not. Dich habe ich nicht gesehen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde... Ah, nein, da kann ich nicht durch. Ja, whatever. Also, so optisch ist das hier so ein bisschen Clusterfuck, finde ich. Oh Gott. Natürlich ist es weg. Da kann ich einfach drüber springen. Haha! Ho ho! Hoi 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 hoi! Kriege ich mehr Heu? Nein. Ah, Hilfe! Hilf vor! Okay, hier lässt es sich nicht so ganz einfach sehen, wo wir sind. Was haben diese Streifenchancen hier zu sagen? Muss ich den Punkt jetzt ins Eckige bringen, was ein rundes ist? I have no idea. Oder kann ich... Moment. Aha! It's riddle time. Riddle me this, Nightman. I'm Batman. Okay, und das Ding muss ich irgendwie da runterbringen, wa? Wow! Es kann sich nur um Jahre handeln, weil wir ein bisschen im Lebenspunkte-Ausverkauf sind, fürchte ich. Yay! Okay, wie funktioniert das jetzt? Du kommst. Achso, der fällt einfach durch den Boden durch. Durch den er. Wo ich drauflaufen kann, aber er läuft nicht durch den Boden durch, wo ich nicht drauflaufen kann. Oder so ähnlich. Das sieht aus, als wäre es ein Teleporter. Aber ich. Verdammt! Hätte ich Alec-Man genommen, hätte ich das geschafft. Okay, wo geht's hier hin? Da fuck? Yay! Wir sind ein Atari-Spiel geworden! Okay. Da komme ich nicht lang. Da komme ich nicht lang. Überhaupt nicht lang. Nintendo! Okay. Fuck.
Ja, Hitboxen, die sind größer, als sie aussehen. Ich glaube, ich habe mir ein neues Leben gekauft beim letzten Mal. Oder nach dem letzten Mal. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr mal so sicher. Ah ja, da kann ich... Oh, das ist Vordergrund. Mein Gott, hat mir das nicht... Bei Donkey Kong. Donkey Kong Country Returns und Tropical Freeze. Hilfe! Ich stehe mitten im Scheißdreck. Ha! Halla! Hurt, hurt, hurt. Interessante Stage. Ich frage mich... Ich musste tatsächlich... Mega! Ich musste tatsächlich ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt mal Megor. Oh, das ist ja... Aber interessant, dass er noch geschützt ist vor seinem Schild, obwohl das Ding mitten in ihm ist. Okay, runter geht's. Oder kann ich hier noch irgendwie... Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. What the heck? Okay. Ich kann dahin. Da passiert nichts. Ich muss also von unten kommen. Um von unten. Ja, wie machen wir das denn dann? Achso, ich kann vermutlich seitlich dann das Ding da rausböllern. Nämlich. Nee, Moment mal. Hey, doch, 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 doch. Ja, doch, 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 doch. I know, I know, I know, I know. I have it. I have it in my bones. No, I have nothing. Doch, hab ich. Ich hab nur wieder vergessen, was ich hatte. Ja. Okay. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Kann man das auch so schieben? So, und jetzt machen wir dich plött. Nein! Wie kommst du in die falsche Richtung? Ach so, ich dachte, da ging der Boden weg. Nein, nein, nein. Okay. Okay. Ist das eine Wand oder ist das... Tut das nur so? Ach so, ja. Ach so, das ist bestimmt Instant-Death-Scheiß. Aber es ist leicht, an einem Instant-Death-Scheiß vorbeizukommen. Ich kann jetzt einfach... Kann ich das Ding... Da... Ja, das geht! Toll. Kann ich hier... Oh! Praktisch! Haben wir das auch geklärt, ob man schießen kann, während man hier drin ist. Gut! Aber interessant, dass es dann Mega Man... Bin ich beinahe da reingelaufen. Mega Man Schieß-Scheiß ist. Okay, man kann einfach durchrutschen, das ist praktisch. Ja, es ist weniger eine Stage. Mein Gott! Warum mache ich mir eigentlich... Deswegen. Deswegen machen wir. Schitte. Geh weg. Da kommst du nie wieder... Da kommst du jedes Mal wieder raus. Jetzt geht's ums Prinzip, Leute. Jetzt geht's ums Prinzip. Gut. Die Scheiße fallen... Natürlich ist der Typ wieder da. Aber jetzt kann ich dich hier schön natzen. Gut. Ich habe keine Ahnung, bis ich das gedacht habe, wie das hier funktionieren soll. Also, wenn ich versuche nach rechts und nach links. Okay, es geht doch. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe nur das war jetzt aber gerade zufällig passiert. Ich hätte es drauf ankommen lassen, ob mich das Ding dahin rafft, wenn ich ehrlich sein soll. Okay. Oh, manchmal. Wenn die Gegner in der genau richtigen Entfernung stehen, dann ist es ja ziemlich gut, ne? Okay, kann ich hier... Ich denke immer, dass das irgendeine Art Schranke ist, die irgendwas tut oder wo sich irgendwas verändert. Weil ganz viele Spiele entsprechend verfahren, dass sich was ändert. So, du fällst da runter. Ich nehme an, du sollst... Wir bringen sie mal alle zum Ver... Ach nein, das hätte ich bestimmt anders machen müssen. Moment, erstmal den Typen prasseln. Da ich das Ding seit... Moment. Ah, also hier ist das gerade echt nervig mit den Dingern. Das müssen wir ein bisschen anders machen, wobei... Das müssen wir ein bisschen anders machen. Den zweiten brauchen wir nämlich später. Später, ja. Den brauchen wir später. Oh, komm her mit deinem schönen Gesichtchen, ja. Andererseits... Ich habe gerade nicht nachgeguckt, wo der Punkt ist. Hm.
meine, das Ding kann ich einfach hier auf dem Boden weiter drücken. Aber wenn ich das tue, Moment. Das Blöde ist, ich sehe jetzt nicht, wo der Punkt ist. Das hätte ich vorher machen sollen. What? Okay. Ja, da ist es schon verkackt. Okay, das Ding muss da oben drauf. Das nervig, dass dieser eine Wichser da steht, ey. Okay, ich kann es nicht aufheben oder sowas. Ich kann es auch nicht fußballspielenderweise mäßig da durchbringen. Okay. Das bedeutet, das Ding muss eigentlich... Mal überlegen. Also, wenn das Ding die Gegner kaputt macht, dann wird der erste kaputt gehen und das Ding wird runterfallen. Das bedeutet... Okay, ich kann noch nicht drunter durchrutschen. Das heißt, es geht nicht anders als so. Come on. Oh ja, Baby! Gib es mir. Das sehen wir ja. Ja, die Dinger gehen kaputt. Das Perfide ist. Der Typ müsste eigentlich oben bleiben und der müsste zuerst runterfallen, damit ich das wechseln kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Dass ich zuerst das Ding hier durchschiebe, den kaputt machen kann, oder den dann runterfallen lassen kann und ihn dann kaputt mache. Also das ist, das hat jemand getestet, wo er hier einen Gegner hinbringen kann, der sowas von nervt, wenn man hier mehrfach rummacht. Gehen. Drauf springen kann ich nicht. Ach so. Oh. 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 Ich glaube, jetzt verstehe ich's. Ich muss mir den Respawn-Kram zu... Oder? Ich muss mir den Respawn-Kram zunutze machen. Du Scheißkerl! Oh! Oh! Oh, ist das ein Kacknapp. Das darf doch nicht wahr sein. Toll! Toll! Yay! Oh, bitte. Oh Gott. Was willst du dazu sagen? Okay, jetzt haben wir's. Oh! Sehr cooles Rätsel, sehr cooles Rätsel. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Vor allem, wenn man hier mit der Respawn-Mechanik arbeiten muss. Das habe ich jetzt wirklich länger nicht auf dem Schirm gehabt. Kopfnuss. Aber Halleluja! Wie kann man das so versauen, indem man... Keine Ahnung. Es ist Hanebüchen. Es ist echt Hanebüchen. Nur so Hanebüchen wie deine Mutter! Okay. Ja. Da kommen wir nicht hin, nehme ich an. Warum gibt es die Leiter hier? Ist die andere Frage. Stellen wir das mal da rein. Dann gehen wir auch da rein. So, und dann noch. Piu, piu, piu. Und dann mache ich. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Okay, in die Richtung, wo ich drücke, kann ich böllern. Das ist gut. Oh, dann. Ich muss erstmal den Hampelmann. Ich muss Hampelmänner runterfallen lassen, fürchte ich. Au! Ah,
okay. Ah, okay, da oben kommt dann das Ding raus. Da oben kommt. Okay, das kann ich ja schon mal machen, denke ich. Ich hoffe, dass es der hier ist. Ich hoffe, das war jetzt nicht mein Ende. Okay. Jawohl, da ist es. Da ist es. Und. Ah, verstehe. Ich muss hier raus, damit ich The Man dort runterfallen lassen kann, um hier den Block zu bauen. Und dich kann ich eventuell einfach noch da lassen. So. Geht's hier runter. Da warten wir noch fein. Und dann geht's hier wieder zurück. Sie haben schon wieder so ein Panel da hingebaut. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Du bist runtergefallen? Du bist runtergefallen. Nice. Gut. Gut, 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 gut. Nein, Moment. Ich gehe nochmal zurück. Es ist, ist nicht mehr wahr. Es ist nicht mehr wahr. Okay. Ist der Typ jetzt... Nein, das... Ah, das Scheiße. Das muss ich, glaube ich, anders machen. Mit Mega Man würde es wahrscheinlich gehen. Da muss ich das wieder per Respawn-Kacke machen. Ist mir natürlich schön die Sicht hier versaut. Verhauen. So rum. Okay. Mega. Okay. Das ist da, um sie runterfallen zu lassen. Jetzt muss ich noch irgendwie... Ach so. Ich bin so klug. Wie komme ich da jetzt rüber? Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Doch. Doch, du. Okay. Okay. Und hier... Muss ich da jetzt rüberspringen oder was? Schitte Bumse. Überlebe ich das, ist die Frage. Oh ja, locker. Natürlich Mr. Kackarsch wieder da vorne. Okay, Typo ist wieder da, das ist gut. Das letzte Mal, als es sowas in einem Mega Man Spiel gegeben hat, im offiziellen, das war in Mega Man 8 mit dieser Temple Stage. Oder irre ich mich? Ich irre mich nie. Ich bin ein Trottel. Jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen, der Hintergrund ist gut. Oh. Und da sind wir am Ende des Tages. Es ist mir scheißegal. Nicht wegen des Raumes hier vor. Der ist in Ordnung. Aber der Raum, ihr wisst davor. Setze ich hier einen Safe State, damit ich ihn nicht nochmal machen muss. Mit Nightman. So, Portman. Da sind wir dabei. Das ist Scheißdreck. Viva Verreck Colonia. Okay. Kommt da noch mehr, oder? Oh, mein Schild hat mich mal gerettet. Das ist ja praktisch. Ah, je nachdem, was er da unten... Oh, das ist geil. Das ist super. Oh, ist das mega. Oh Gott, ich bin so froh, dass ihr das sehen wolltet. Ich bin so glücklich, dass ihr das sehen wolltet. Das ist, grandios. Das ist Scheißdreck. Ah. Möchte in mehr Richtungen schießen dürfen. Oh mein Gott. Ja, jetzt sieht das Smiley auch noch aus, als wäre er breit grinsend oder hat einen riesen Croissant in der Fresse. Wow. Oh, das war gut. Also, dieser eine Raum war scheiße, aber der Rest war wirklich fantastisch. Na gut, der Rückweg in dem letzten Raum um das Resetten war ein bisschen weit. Aber sonst war es fantastisch. Außer der und das und... Nein, es war gut, es war echt gut. Wir speichern kurz. Wo hatte ich das denn jetzt mal? Da, glaube ich. Ja. Zurück. So, das bedeutet, wir haben noch Thrillman und Warman übrig. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.